Wenig essen und trotzdem nicht abnehmen. Da liegt die Vermutung nahe, dass du einen eingeschlafenen Stoffwechsel hast, oder? Vielleicht sogar einen kaputten Stoffwechsel. Wir kennen alle diese Menschen, die essen können, was sie wollen und ohne krampfhafte Disziplin einfach schlank bleiben. Wie du das auch erreichen kannst, das schauen wir uns in diesem Video an. Wichtig ist erstmal zu verstehen, was der Stoffwechsel überhaupt ist und dann, wie wir ihn beeinflussen können. Menschen, die einen langsamen oder vielleicht sogar kaputten Stoffwechsel haben, die merken das oft daran, dass sie einfach nur langsam abnehmen und vielleicht auch sich die ganze Zeit eher energielos fühlen. Das Erklärungsmodell geht oft so, dass wir so eine Art inneren Ofen haben, also den Stoffwechsel. Und bei den einen verbrennt der besonders viele Kalorien und bei den anderen eben einfach nur weniger Kalorien. Es ist auch so, dass wenn wir älter werden, wir dann oft den Eindruck bekommen, dass der Stoffwechsel einschläft oder zumindest langsamer wird, weil wir ja leichter zunehmen und es schwerer haben, wieder abzunehmen. Das Ganze klingt so sehr logisch. Da gibt es aber ein sehr großes Problem mit. Und zwar ist der Stoffwechsel eine sehr komplexe Maschinerie, die aber gleichzeitig auch sehr, sehr robust ist. Das heißt, der Stoffwechsel kann gar nicht auf einmal einschlafen oder sogar kaputt gehen. Und auch wenn wir älter werden, verändert sich da gar nicht so viel wie oft gedacht. Und wenn du jetzt diese Überzeugung hast, dass dein Stoffwechsel eingeschlafen ist oder kaputt ist, dann führt das hier dazu, dass du es gar nicht erst richtig versuchst, dich hilflos fühlst, das ganze Thema eher vermeidest und deswegen eigentlich zunimmst. Du könntest aber abnehmen, wenn du an die echten Ursachen dahinter gehst und rausfindest, warum du entweder zugenommen hast oder warum du solche Schwierigkeiten hast, abzunehmen. Das, was meistens unter einem Hungerstoffwechsel verstanden wird, würde nur sehr, sehr spät eintreten. Also es gibt diese sogenannte Minnesota Starvation Study, wo man Soldaten in Amerika damals eingesperrt hat und getestet hat, was bei so einer Hungersnot in Europa passiert. Dabei, wie du auf den Bildern siehst, sind die Leute, die daran teilgenommen haben, sehr, sehr stark runtergehungert worden. Und dort konnte man tatsächlich sehen, dass der Stoffwechsel etwas reduziert wurde. Trotzdem haben sie ja weiter abgenommen. Das heißt, eine Abnahme ist auch definitiv möglich, selbst wenn wir weniger verbrauchen. Diese Verlangsamung oder Reduktion im Stoffwechsel ist vor allem dadurch bedingt, dass es eine gewisse Anpassung gibt. Also der fängt nicht wirklich an einzuschlafen, der Stoffwechsel, aber er reduziert sich leicht. Das passiert vor allem dadurch, dass, wenn wir uns mal anschauen, woraus der Kalorienverbrauch sich zusammensetzt, dass der Grundumsatz etwas sinkt. Zum einen natürlich auch einfach, weil wir weniger wiegen, wenn wir abnehmen. Also sollten wir alleine deswegen schon weniger verbrauchen, aber auch einfach, weil ein gewisses Sparprogramm anfängt, im Körper abzulaufen. Dann gibt es auch noch den Leistungsumsatz, der wird ja auch noch etwas reduziert, dadurch, dass wir uns weniger bewegen wollen, dass wir uns weniger im Alltag bewegen. Also diese Non-Exercise Activity Thermogenesis Komponente von dem Kalorienverbrauch, die wird auch ein Stückchen runtergefahren. Also wir zappeln weniger, fassen uns weniger an, bewegen uns einfach bei nicht sportlichen Aktivitäten weniger im Alltag. Und wenn wir weniger essen, dann sinkt auch der Thermic Effect of Food, also der TEF. Also gibt es ja tatsächlich eine leichte Reduktion im gesamten Kalorienverbrauch und der Körper ist in einer Art Energiesparmodus. Der ist aber nicht gigantisch. Also es geht vielleicht um 10-20% weniger Energieverbrauch, gerechnet auf das neue Gewicht. Deswegen merkst du ja auch, je mehr du abnimmst, desto schwieriger wird es tendenziell noch weiter abzunehmen. Der Energiesparmodus ist an sich, würde man auf den ersten Blick vielleicht denken, gar nicht so ein großes Problem. Ich kann einfach ein bisschen weniger Kalorien essen und dann würde ich ja weiter abnehmen. Das Problem ist aber, dass dieses Energiesparen dadurch zustande kommt, dass der Körper ja auch mehr Stresshormone ausschüttet, weniger Schilddrüsenhormone, also das Ganze runterfährt. Und dann haben wir weniger gefühlt Energie im Alltag. Wir sind eher gestresst, schlechter drauf, gereizt. Wir haben auch noch mehr Hunger. Und das führt dann natürlich dazu, dass es immer schwieriger und schwieriger wird, weniger zu essen und uns mehr zu bewegen. Und deswegen beschreiben ja auch viele Menschen, dass es ihnen schwerer und schwerer fällt, weiter abzunehmen. Vielleicht hast du es auch erlebt, dass du anfängst, ein bisschen zu schummeln, kleinere Ausrutscher zu haben und du dann nicht nur aufhörst abzunehmen, sondern vielleicht sogar zunimmst auf einmal. Also jede kleine Schummelei setzt dann auf einmal an. Wenn du das verstanden hast, dass der Stoffwechsel sich ein Stückchen reduziert, es schwieriger wird, sich mehr zu bewegen, dann kannst du ja auch einfach sagen, na gut, dann reiße ich mich jetzt halt zusammen, bin ich diszipliniert
Und notfalls quäle ich mich da halt einfach durch. Ich esse weniger, ich bewege mich mehr und dann halte ich das Defizit ein und dann später halte ich das Gewicht auch so. In den meisten Fällen funktioniert das aber leider nicht. Und zwar, weil du das eine begrenzte Zeit schaffst, aber irgendwann einfach nicht mehr die Disziplin und die Energie dafür aufbringen kannst oder willst. Tatsächlich ist es aber auch gar nicht nötig, selbst wenn der Stoffwechsel ein bisschen adaptiert, also du weniger verbrauchst, darunter so zu leiden. Das kannst du nämlich vermeiden, indem du dir die drei großen Bereiche im Abnehmen genau anschaust und guckst, was du da jeweils machen kannst, um unter dieser Adaptation weniger zu leiden oder sogar gegenzusteuern. Das heißt, für den Kopf, den Körper und den Alltag Lösungen zu finden, wie du satt und zufrieden wirst, damit du nicht die ganze Zeit gegen Hunger ankämpfst, für Fettverlust sorgst, also im Defizit bist, ohne so müde und schlapp zu sein, also das Kaloriendefizit erhältst durch die richtige Ernährung beispielsweise oder den richtigen Sport. Im Alltag ist es dann ja auch so, dass du Lösungen finden kannst, wie du dich mehr bewegst, ohne dass du die ganze Zeit darauf achten musst, diszipliniert sein musst, sondern einfach gewohnheitsmäßig dich mehr bewegst und damit ja auch mehr verbrauchst, dich wohler fühlst, weniger gestresst bist, weil das ja auch gegen Stresshormone helfen kann. Und dann vom Kopf her, wie kriegst du das Thema Essen, diese Gedanken, die ja dann auch hormonell bedingt sind, wie kriegst du das möglichst aus dem Kopf und wie kannst du dich mit anderen Dingen beschäftigen, damit das Thema abgehakt ist, statt dass du die ganze Zeit daran denken musst. Das Ganze macht es dann so viel leichter abzunehmen, dass du gar nicht mehr dich damit quälen musst, sondern dass das einfach deine neue automatische Lebensweise wird und du dann nicht nur zu dem Punkt abnimmst, mit dem du dich wohlfühlst, sondern auch noch dort bleiben kannst. Fassen wir mal kurz zusammen. Dein Stoffwechsel kann nicht kaputt gehen und auch nicht komplett einschlafen. Er kann sich ein bisschen anpassen, aber da kannst du gegensteuern. Und das kannst du mit viel Quälerei machen oder mit einem Weg, der besonders gut zu dir passt und dir damit viel leichter fällt. Je nach Person ist es aber unterschiedlich, an welchen Stellschrauben man drehen sollte, um einen möglichst angenehmen Weg zu finden. Wenn du rausfinden möchtest, welche Stellschrauben das bei dir sein können, dann lass uns doch mal sprechen. Einen Link, um dir einen Termin auszusuchen, findest du hier drunter. Ja, das war's eigentlich schon. Ich finde das so, das ist das Bescheuerte daran. Dieses Thema ist wirklich nicht so kompliziert, wenn man es verstanden hat. Und es dann so waberig, komisch zu erzählen, ist halt einfach super seltsam. Du musst einfach normal reden. Einfach normal reden, normal essen, normal reden.